Es gibt eine Werwolfkammer in Hogwarts Legacy, die ihr verpassen könntet. Außerdem gibt es noch weitere geheime Orte, die ich euch heute in diesem Video zeigen werde. Ihr seid wahrscheinlich gerade im Hogwarts Legacy Fieber und deswegen trifft es sich ziemlich gut, dass ihr hier raufgeklickt habt auf das Video, denn auf meinem Kanal gibt es noch weitere Hogwarts Videos, die ich in der Zukunft raushauen werde, gerade was geheime Orte angeht. Dementsprechend würde sich für euch hier ein Abo lohnen, aber lasst uns mal reinspringen in die gute Stube. Ihr seid wahrscheinlich zwischen Hogsmeade und Hogwarts unterwegs oder auch darüber hinaus und erkundet die Welt und verfolgt die Story und dabei gibt es wirklich einige Dinge, die man verpassen kann. Jetzt zeige ich euch in Hogwarts 6 Orte, die ihr verpassen könnt. Der erste ist eine Werwolfkammer. Um zur Werwolfkammer gelangen zu können, müsst ihr einmal zum Haupteingang von Hogwarts und da einmal durch den Eingang und dann direkt hier rechts die Treppe hoch. Da ist eine kleine Tür, da geht ihr auch durch und dann müsst ihr einmal hier links die Treppe runter. Dann ist da eine weitere Tür, da geht ihr durch. Und dann habt ihr im Grunde ein Bild vor euch. Und wenn wir Revelio nutzen, dann werden wir erstmal nichts entdecken. Allerdings, wenn wir näher rangehen, dann ist auf einmal eine Tür dahinter. Wir sehen dann auf jeden Fall auch einen kleinen Werwolfschatten hier rechts. Gehen einmal durch den Gang durch. Wir sehen dann neben einer Rüstung, die verdächtig aussieht wie eine Skyrim-Rüstung, eine ganze Kammer voller Werwolf-Informationen. Und hier diese Art von Werwolf, die haben wir auch schon, kennen wir auch schon aus Harry Potter, nämlich Dr. Lupin. Der sah ja genauso aus. Und wenn wir dann weitergehen, sehen wir nochmal dasselbe Logo. Diesmal ist das keine Tür. Allerdings finden wir dort eine Handbuchseite, die Geschichte dieser Bilder erklärt. Nämlich wurde diese Frau von einem Werwolf gebissen. Und man erkennt im Grunde die Geschichte von der Verfolgung des Werwolfes. Und den Menschen und der Frau natürlich. Wenn ihr die Wand dann weitergeht, erkennt ihr die Geschichte, wie der Wolf gejagt wird und am Ende ein Happy End entsteht und die Frau glücklich bis zum Ende ihrer Tage ist. Und danach ist noch ein kleines Skelett von einem Mini-Werwolf, wahrscheinlich, nein, von einem Hund natürlich, noch sichtbar. Aber das ist im Grunde die Werwolfkammer. Das nächste Rätsel bringt uns in die Haupthalle und dort müssen wir auch zum gleichnamigen Flugpoint uns hinspawnen. Da sehen wir auch schon die Haupthalle mit dem Brunnen. Wir bewegen uns danach rechts. Und bei dem Gewächshaus biegen wir dann links ab. Und eigentlich, schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr das schon gefunden habt. Es ist super, super sichtbar eigentlich. Hier bei dieser Eule, da gehen wir einfach nur ran und drücken Interagieren und zack. Das war es dann im Grunde auch schon. Dahinter befindet sich eine Truhe mit einem Rüstungsteil. Allerdings kein besonderes. Und dann können wir auch wieder rausgehen. Und das war eigentlich das Rätsel. Also mehr war dahinter nicht, hinter diesem geheimen Raum. Aber doch interessant, weil es so offensichtlich eigentlich war. Das nächste Geheimnis dreht sich um einen Turm, den wir nicht mit einer Tür betreten können, beziehungsweise mit dem Besen erreichen können. Und dort gibt es zwei kosmetische Items und auch ein legendäres Item in diesem Rätsel. Dementsprechend, lass uns mal reinspringen. Wir müssen wieder zurück zum Haupteingang. Wir starten also wie beim ersten Rätsel auch von derselben Position. Gehen auch wieder hier rein, auch wieder rechts hoch, auch wieder durch diese kleine Tür, wie schon beim ersten Rätsel. Allerdings gehen wir dann die Treppe hoch und nicht runter. Das Treppenhaus gehen wir hoch, bis es nicht mehr weitergeht. Und dann haben wir ganz oben eine Tür mit so einer Lampe und da gehen wir rein. Das ist so eine Art Hörsaal, das ist so eine Art Musikraum. Wir gehen aber da vorbei und müssen bis zum Ende des Raumes und dann einmal rechts die Treppe hoch. Dann nochmal die Treppe und jetzt kommen wir in so eine Art Glockenturm und da gehen wir hoch, bis es nicht mehr weitergeht. Dann kommen wir oben an und haben dort erstmal eine Truhe mit einem legendären Item für uns. Und dann, wenn wir weitergehen, sehen wir wieder diese Kröte. Und die teleportiert uns zu dem Turm, der gegenüber liegt. Denn dort kommen wir eben nur mit dieser Kröte hin und dort haben wir auch wieder zwei kosmetische Items, die wir abgreifen können. Das nächste Geheimnis, was ihr wahrscheinlich noch nicht gelöst habt, befindet sich in der Nähe der großen Halle. Ihr müsst dort bei dem Flugpoint Viadukthof spawnen und dann seht ihr im Grunde auch schon den Ort des Geschehens, nämlich diese Brücke hier. Ihr geht dorthin und habt dort 4 Fackeln. Die könnt ihr mit dem Zauber Incendio befeuern und wenn ihr das tut, habt ihr die Möglichkeit, diese Fackeln zu drehen. Mit jeder Drehung seht ihr eine andere römische Zahl unter dieser Fackel zu stehen. 1, 2, 3, 4 gibt es. Und unter diesen Fackeln befinden sich Symbole. Jede Fackel hat ein Symbol und ihr müsst sie richtig zuordnen. Wo findet ihr das heraus? Ganz easy. Am Anfang der Brücke, also am anderen Ende, befindet sich auf dem Boden eine Art Legende. Dort habt ihr diese 4 Symbole nochmal abgebildet und müsst diese dann halt zu den richtigen Zahlen zuordnen. Wenn ihr das gemacht habt, habt ihr erstmal eine Herausforderung abgeschlossen, löse die Geheimnisse von Hogwarts und es wird ein Gang freigeschaltet, der unter die Brücke führt. Ihr bekommt auf jeden Fall 2 kosmetische Items und ein legendäres Item. Habt ihr eigentlich diese Brücke schon entdeckt? Lasst es mich gerne mal in den Kommentaren wissen.
Es hört nicht auf mit den versteckten Kammern, denn es gibt im Südflügel noch einen geheimen Bereich. Und zwar müsst ihr dort beim Fluepoint Lehrerturm spawnen und dann ist das Ganze relativ easy. Ihr lauft einfach weiter geradeaus bis zur Wendeltreppe und lauft dann dort herunter. Und dann im Grunde seht ihr auch schon diese blaue Tür. Und das ist tatsächlich ein Raum, wo wir nicht rein können, zumindest nicht von der Seite. Wir können ja nicht hochspringen oder so. Allerdings gibt es da einen kleinen Trick. Und zwar, jetzt laufe ich zwar weiter, aber Kollege, nee, Pascal, du musst zurück. Nee, falscher Raum. Da kommen wir auch noch zu später zu dieser Tür. Aber wir müssen nochmal hoch hier. Das ist die falsche Richtung. Quasi fast vorbeigelaufen, aber hier, wenn wir hochlaufen, an der Wendeltreppe unten finden wir so einen Frosch. Und die werden wir oft in Hogwarts sehen. Wenn ihr die seht, geht einfach rein, die bringen euch an versteckte oder geheime Orte. Und wenn wir da rein jumpen, tada, landen wir auf einmal in diesem Raum, wo wir von unten nicht reingekommen sind. Wir haben dort nur ein kosmetisches Item, was wir bekommen, aber die Verbindung dahin ist ziemlich interessant. Ist jetzt nichts, was irgendwie krass ist oder so von den Collectibles her, aber ich finde es interessant zu sehen, was diese Frösche alles machen können. Ja, und dann können wir von innen heraus die Tür natürlich öffnen und runterspringen und zur nächsten geheimen Stelle laufen. Ich hoffe, dass euch das Video bis hierhin einen Mehrwert geboten hat. Wenn ja, lasst mir doch gerne mal einen Daumen nach oben da für das Video. Für den Support würde ich mich definitiv freuen. Und lasst uns jetzt weitermachen mit dem letzten geheimen Raum, den wir besuchen werden. Nämlich die Küche von Hogwarts. Wir sind also wieder in der großen Halle und die Frage ist ja, okay, wie kommt das Essen auf diese Tische? Und da gehen wir jetzt hin. Das ist auch der einzige geheime Raum, das kann ich ja schon mal spoilern, den wir im Zuge einer Quest sehen werden. Alle anderen Räume, die ich euch gezeigt habe, sind nicht sichtbar, beziehungsweise die könnt ihr vergessen oder übersehen, wenn ihr einfach nur die Story verfolgt. Das heißt, wir gehen jetzt einmal hier raus aus dem Raum und dann nach links. Wir werden in der Quest sowieso dahin geführt, das kann ich euch schon mal sagen. Und dann müssen wir nochmal nach links an der Flueflame vorbei und dann hier runter. Und dann sind wir auch schon hier fast bei dem Raum von Hufflepuff, bei dem Gemeinschaftsraum. Aber wir gucken uns dieses Bild hier an, dieses Stillleben mit den Birnen. Ich glaube, es heißt Stillleben. Und wenn wir dann Revelio verwenden, passiert nichts. Es passiert gar nichts. Aber im Zuge der Quest können wir dann anfangen, die Birne zu kitzeln. Und dann sehen wir das gute Stück mit den Hauselfen, die dort arbeiten. Wir sehen, die Tische sind genauso ausgerichtet wie oben in der Haupthalle. Die liegen direkt unter der Haupthalle. Und wir sehen hier natürlich einige Hauselfen, die arbeiten. Einige Hauselfen, die das Essen vorbereiten. Wir sehen auch eine Seite, die wir bekommen können. Wir können zwei tatsächlich bekommen, eine Handbuchseite. Also schaut da gerne nochmal genauer nach. Einmal bekommt ihr eine Handbuchseite an den Tischen und einmal bei diesen Fässern. Das sind die beiden Handbuchseiten, die ihr hier bekommen könnt. Und natürlich noch kleinere Kisten mit Geld und kosmetischen Items. Und wir sehen auch hier zum Beispiel einen Hauselfen, der gerade abwischt. Ja, das wäre so nice, wenn ich das so machen könnte. Ja, und nebenbei können wir uns natürlich auch noch ein paar Snacks gönnen, ein paar Torten, ein paar Muffins. Und wir sehen auch, wie das Essen gleich verschwindet. Achtet mal kurz darauf, auf die Tische. Bums, und weg ist das ganze Essen. Eine verschlossene Truhe gibt es übrigens auch noch hier in der Küche. Generell verschlossene Dinge könnt ihr öffnen, wenn ihr die Quest mit Mr. Moon erledigt habt. Dann habt ihr Lockpicking, also Alohomora, den Zauber, freigeschaltet. Und das ist aber nicht das einzige Rätsel oder das einzige Geheimnis hier in Hogwarts. Es gibt eine Tür oder eine Landkarte, besser gesagt, die ich zum Beispiel noch nicht geöffnet habe. Vielleicht passiert das im späteren Zeitpunkt mit einem speziellen Zauber. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber das ist für mich noch ein ungelöstes Rätsel, wo ich nicht weiß, wie ich das lösen soll. Denn dahinter ist was, das sieht man ja auch. Das ganze Rätsel befindet sich übrigens im Südflügel. Da müsst ihr einfach mal hier wieder bei dem Raum mit der Kröte, wo wir auch schon waren, runterlaufen. Also diesmal in die richtige Richtung, unter dem Raum hindurch. Und dann seht ihr auch schon ganz hinten dort die Landkarte mit einem Objekt, was wir benutzen können. Ich denke mal, man muss einen speziellen Zauber dort anwenden. Aber wir sehen auf jeden Fall, dahinter ist irgendwas. Nur wie wir da reinkommen, das weiß ich nicht. Vielleicht passiert das im Laufe der Geschichte. Ich habe das Ganze noch nicht durchgespielt, das Spiel. Könnt ihr mir gerne ja mal netterweise spoilerfrei sagen, ob wir da noch hinkommen oder nicht. Das war's auf jeden Fall mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Wenn ja, hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video sehen. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit Hogwarts Legacy. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin.